Was darf bei einer Feier auf dem Tisch auf gar keinen Fall fehlen? Kartoffelsalat. Deswegen zeige ich euch heute unser bestes Rezept für Kartoffelsalat, meiner Meinung nach, das garantiert jedem schmecken wird. Los geht's! Dafür brauchen wir Kartoffeln, Zwiebeln, etwas Petersilie, eine Gurke, Speisestärke, Öl, Gemüsebrühe, Essig, scharfen Senf, süßen Senf, ein Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer. Den Link zum Rezept mit allen Zutaten und Angaben und zu unserer App findet ihr unten in der Infobox. Meine Kartoffeln habe ich schon mal vorgeschält, damit es jetzt ein bisschen schneller geht. Anders als im Rezept gebe ich die jetzt hier in kaltes Wasser, Salz noch dazu. Und die dürfen jetzt aufkochen. Ihr könnt auch gerne einfach einen Blick in unsere Artikel dazu werfen. Da findet ihr alle Tipps und Tricks, welche Kartoffelsorten ihr braucht und wie sie richtig lecker werden. Auf geht's zu den Zwiebeln. Ich habe hier zwei Zwiebeln. Im Rezept sind es tatsächlich drei. Ich bin nicht der größte Zwiebelfan, aber jetzt schneiden und schälen wir sie erstmal. Schälen und schneiden. Es lohnt sich hier tatsächlich, die Zwiebeln etwas feiner zu schneiden, damit ihr nicht am Ende so große Zwiebelstückchen in eurem Salat habt. Damit die mich hier nicht weiter stören und zum Weinen bringen, kommen die jetzt erstmal zur Seite. Meine Kartoffeln kochen schon. Nehme ich mal den Deckel runter. Als nächstes schneide ich die Petersilie, das obligatorische Grün. Ihr könnt natürlich auch Schnittlauch oder Dill oder was auch immer ihr gerne mögt, hinzufügen. So fein reicht vollkommen. Ein paar größere Blätter noch drin, aber das mag ich tatsächlich ganz gern. Nicht, weil ich faul bin. In meinen Kartoffelsalat kommt jetzt noch ein bisschen Gurke dazu. Die hobel ich einfach in feine Stückchen. Die Gurken sind also mein persönlicher kleiner Twist an dem Rezept. Wie sieht's bei euch aus? Was darf bei euch auf keinen Fall fehlen? Schreibt's mir doch mal in die Kommentare. So, fertig. Jetzt braucht ihr einen kleinen Topf, in dem wir die Zwiebeln glasig andünsten. Dafür erhitzt ihr Öl und gebt dann unsere fein geschnittenen Zwiebeln dazu. Und dann so ablöschen, dass wir einen leckeren Zwiebelbrühesud bekommen. Dadurch sind die Zwiebeln nicht mehr so scharf, aber die ganzen Geschmäcker verbinden sich lecker. Nun lösche ich das Ganze mit Essig ab. Laut Jamie Oliver einer der unterschätztesten Zutaten. Puh, am besten nicht den Kopf drüber hängen, sonst brennt es ganz schön in den Augen und im Hals. Jetzt kommt die Gemüsebrühe dazu. Ihr könnt auch eine Fleischbrühe nehmen, aber mein Kartoffelsalat soll ja vegan werden. Deswegen nehme ich eine Gemüsebrühe. Und noch ein Lorbeerblatt hinzufügen und das Ganze nochmal aufkochen lassen. Jetzt kommt der Senf dazu. Und zwar benutze ich einmal scharfen Senf und einmal süßen Senf. Ich möchte sowohl die Schärfe und so die schöne Würze des scharfen Senfs haben, aber auch die Süße des süßen Senfs. Und beides zusammen gibt dem Ganzen erst so richtig seinen Geschmack. Alles gut verrühren. Jetzt gebe ich noch das Öl dazu, dass wir quasi das ganze Dressing schon hier im Topf anmischen, im warmen Zustand. Dann ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Zusätzlich auch noch mal eine kleine Prise Zucker, weil es einfach richtig gut passt zu der Säure von dem Essig und das Ganze noch mal ein bisschen ausbalanciert. Keine Sorge, ihr könnt natürlich später noch mal nachwürzen. Meine Kartoffeln sind jetzt gar, das heißt, ich kann sie abgießen. Am besten schreckt ihr sie dann auch noch mal kurz ab, damit sie schön fest bleiben und nicht auseinanderfallen. Damit der Kartoffelsalat später so richtig schön schlotzig wird, so wie ich es gerne haben möchte, mische ich hier ein bisschen Stärke an, die ich dann noch in meine Brühemischung gebe. Die bindet das ganze Dressing dann ein bisschen, macht das Ganze schön schlotzig, ich kann es nicht anders sagen. Diese Stärkemischung gebe ich jetzt noch zu meinem Brühesud. Das Ganze jetzt noch mal gut umrühren und noch mal aufkochen lassen und wir sind auch schon fertig. Ich hole mir schon mal meine Schüssel, in die mein Kartoffelsalat später reinkommen soll. Da schnibbel ich nämlich jetzt direkt die Kartoffeln rein. Einfach in recht dünne Scheiben schneiden, etwa so. Durch das Abschrecken kann ich die auch problemlos anfassen und verbrenne mir nicht die Finger. So, geschafft. Alle Kartoffeln sind geschnibbelt. Jetzt kommt endlich unser Brühesud dazu. Dafür nehme ich einmal das Lorbeerblatt heraus
und gieße dann alles über meine Kartoffelscheiben. Jetzt mische ich das Ganze noch mal einmal gut durch, denn gleich darf der Kartoffelsalat ziehen. Vorher gebe ich noch meine Gurken dazu. Wenn ihr die Gurken knackig haben möchtet, dann gebt sie am besten erst nach der Ziehzeit dazu. Ich habe es aber gern, wenn die so richtig schön mit der Soße auch durchzogen sind, wie auch bei einem Gurkensalat. Deswegen gebe ich sie auch jetzt schon dazu. Nochmal gut durchmischen. Jetzt ist alles gut durchmischt. Ich mag ihn ja am allerliebsten am nächsten Tag. Aber weil wir natürlich hungrig sind und ihn gerne schnell probieren wollen, decken wir ihn jetzt einmal ab und lassen ihn 20 Minuten ziehen. Neue Videos der besten Rezepte von Kitchen Stories findet ihr bei uns auf dem Kanal. Lasst doch mal ein Abo da. Schaut mal vorbei. Nichts mehr verpassen. Tada! Jetzt gebe ich noch die Petersilie dazu. Ihr seht, es geht auch ohne Mayo. Man kann jetzt schon hören, wie lecker der Kartoffelsalat ist. Den tische ich mir jetzt erstmal auf und lasse ihn mir schmecken. Endlich. Genau so muss es aussehen. Mit den Gurken ist es auch noch mal ein bisschen hübscher, aber er sieht auf jeden Fall köstlich aus. Nach den 20 Minuten ist er auch noch lauwarm. Perfekt. Den besten Kartoffelsalat haben wir jetzt schon mal abgehakt. Lasst uns doch wissen, was für Best-of-Rezepte ihr euch noch wünscht. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch hier durch unsere anderen Videos stöbern. Viel Spaß! Kartoffelsalat. 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 Kartoffelsalat.